Willkommen in Rialto. Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Overwatch hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mal in dieser Folge eine neue Ultima ausprobieren. Partikelkanone, linearisch mit kurzer Reichweite, Energiegranaten, okay. Okay, erzeugt eine Gravitation, das Gegner anzieht, erzeugt eine Schadensbarriere um dich drumherum. Eine Verbündung, eine Schadensbarriere, okay. Okay. Weil von der habe ich in den letzten Runden böse auf die Fresse bekommen. Gemeinsam sind wir stark. Okay. Alles klar. Wie gesagt, ich versuche gerade. Ah, okay, das ist das. Alles klar. Die ganze Zeit R1, L1 spam, alle um mich drum herum beschützen. Okay. Oh, warte mal, wieder Scheiß. Oh, ich krieg grad mächtig Damage. Alter. Okay, das Ding hat keine große Reichweite. Das Ding hat keine große... wieder mega weggesniped. Das Ding hat keine große Reichweite. Sonst hätte ich mir die da oben von der Luft geholt. Ich werde mich niemals vergeben. Barriere aktiv. Sehr zuvor. Geh weiter. Was ist denn hier für ein übelstes Geballer? Nice. Was ist das hier? Ein übelst abgefuckt Kille. Nice. Frage ist, komme ich denn mit diesem Ding durch den Schild durch? Ich glaube nämlich fast nicht. Ich werde mich niemals ergeben. Ich werde Barriere aktiviert. Ich weiß nicht, ob ich durch den Schild durch. Ich hatte vorhin so das Gefühl, ich kann durch den Schild durchschießen. Aber dann würde der Schild ja wenig Sinn machen. Die Fracht wird blockiert. Wir dürfen uns nicht aufstürzen lassen. Nee, der. Hat Juan von der Torben ist hier.
Okay, ich habe noch irgendjemanden eliminiert mit meiner Ultimo. Die Dicke, die ist da ganz gut. Also ich habe die selber versucht zu spielen, ich komme mit der gar nicht klar, aber da, die, so wie die den Schild die ganze Zeit da benutzt, ist das echt mega gut gespielt von ihr. Die Waffe hat nicht so viel Reichweite. Nice. Okay, die Waffe hat nicht so viel Reichweite, habe ich das Gefühl. Muss näher an die Gegner ran. Ein unbedeutender Rückschlag. Schade. Das nächste Mal muss ich mal gucken, dass ich genau in dem Moment meine Ultimo habe. Dann hätte ich. Ich glaube. Warte mal, was waren die Ultimo? Erzeugt ja die Gegner anzählt, okay. Dumm, dumm, dumm. Hier steht es in 12 zu. Stehen meine Kids 12 zu 6. Ja, mit solcher war es wenn besser. Wurde von einer Prominenz getötet. Ich werde mich niemals ergeben. Jetzt habe ich meine Ultimo. Macht ja gar nichts. Ich dachte, die tötet die Leute irgendwie. Die macht ja gar nichts, die Bombe. Was ist das für eine dämliche. Das zieht ja nur. Jetzt hat ja die Gegner nur an die Stelle gezogen. Das wäre, wenn ich da eine Bombe oder irgendwas hingelegt hätte, dann hätte ich einfach mal das komplette Team rausgeholt. Aber das ist eine beschissene Ultimo. Hin. Aber wir haben gewonnen. Nice. Alter.
Ja, ziemlich. Ganz seltsam. Zielfortschrittszeit. Ich war meist am Zeit am Ziel. Okay. Alter, die ist ulti. Die, Alter, was habe ich denn für krasse Leute im Team Prestige? Was auch immer. 15,8. Ja, ja. Kann schon besser sein. Stufe 9 erreicht. Lootbox erhalten. Gibt es jetzt noch eine Rückrunde? Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, oder? Ja, schade. Liebe Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ich würde immer gerne die Rückrunden mit reinnehmen, aber ihr seht ja selber, es gibt nie Rückrunden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, ciao.